Ich stelle hier das Spiel Dragonbox Algebra 2 vor. Im Android Play Store ist es allerdings unter dem Namen Dragonbox Algebra 12 Plus zu finden. Es handelt sich hier um ein Lernspiel, das aber komplett hinter einem Spiel versteckt ist. Erst mit der Zeit sieht man, dass es hier um Mathematik geht. Und ich zeige mal ein paar Level am Anfang und was dann so nach und nach kommt. Meiner Meinung nach handelt es sich hier also um typisches oder ein wirklich sehr gutes Beispiel einer Gamification eines Mathematikthemas. Das heißt, man merkt wirklich gar nicht, dass es hier sich um ein Spiel handelt. So, das Grundkonzept kommt einem zunächst mal so ein bisschen komisch vor und manche Spielregeln sind komisch, aber Mathelehrer werden das schnell erkennen, um was es da geht. Also Grundkonzept, wenn die Kiste allein ist, kommt der Drache raus und wächst bzw. frisst. Und es wird mir also hier vorgemacht, was ich machen muss, nämlich hier diese Wirbel antippen oder in diesem Fall anklicken. Und dann ist die Box alleine und der Drache wird größer. Beziehungsweise das Drachenei am Anfang. So, jede Einführung von irgendwelchen neuen Möglichkeiten wird immer sehr ausführlich behandelt, sodass also der Benutzer dann nicht mit irgendwas überfallen wird. Ja, es kommt eine neue Kraft. Solche neue Kraft, das sind also irgendwelche neue Fähigkeiten, also neue Spielregeln, Erweiterung der Spielregeln. In diesem Fall gibt es zu einer Karte eine Gegenkarte und dann erscheint ein Wirbel und den kann ich ja wegklicken. Und schon ist die Kiste allein, der Drache. So. Was jetzt nebenbei hier zu sehen ist, sind also nicht nur diese Karten mit irgendwelchen komischen Tieren, sondern es wird auch relativ bald hier so ein Würfelmuster eingeführt und die Gegenzahl zu diesem zu dieser Würfelansicht ist auch eben noch die schwarze. Das wird sich dann aber irgendwann ändern, dass man also schließlich Zahl und Gegenzahl im Sinne einer negativen Zahl bekommt. Das, was man da an Wirbeln hat, ist im Prinzip eine Repräsentation für die Null. So, und jetzt geht es ein bisschen weiter. Jetzt kommt nämlich das Eigentliche heraus, um was es geht, nämlich Gleichung. Ich habe also in der Mitte quasi das Gleichheitszeichen und die rechte und die linke Seite. Und wie üblich, wenn ich eine Unbekannte habe, muss ja die auf ihrer Seite allein sein. Und das mache ich hier, indem ich die Karten, die gegeneinander gehören, dann entferne. So, jetzt kommt noch etwas dazu. Vorher gab es ein Sternchen dafür, dass der Drache oder die Kiste allein war. Jetzt kommt noch ein zweiter Stern dazu, eine Belohnung dafür, dass man also quasi alles aufgeräumt hat, dass es alles ordentlich ist. Denn wenn ich nicht alles entferne, das werde ich gleich mal zeigen, wie hier zum Beispiel, dann sagt der Drache, wenn er die rechte Seite hier auffrisst, Igitt, das hätte ich entfernen können. Ne? Wenn da steht eine 0 plus 0 sozusagen, übertragen ins Mathematische, dann stört er sich daran. So, ja, wir sind eigentlich immer noch bei den gleichen Sachen. Ich habe Zahlen und Gegenzahl und hier ist ein Wirbel, den kann ich dann entfernen. So, ich glaube, jetzt kommt eine neue Kraft. Ja, oder demnächst. So, hier. So, man kann sagen, dass dieses Grundkonzept eben immer das gleiche bleibt. Nur es werden eben nach und nach immer mehr Möglichkeiten dazukommen. Hier eben indem ich die Gegenkarte dazulegen kann. Und ich werde also immer aufgefordert, es richtig zu machen. Das heißt, es wird eben nicht akzeptiert, wenn ich einen Fehler mache. Hier haben wir also das Konzept der Addition, in diesem Fall der Gegenzahl, damit hier
ein Summand, der neben meiner Unbekannten steht, halt entfernt wird. Ja, so geht das Ganze weiter. Und was man auch gerade gesehen hat, der Drache, der wird immer größer. Und meine Erfahrung jetzt ist, dass bei Jüngeren, dass der Wachstum dieses Drachens also extrem erfreut aufgenommen wird. Das ist ein cooler Drache, heißt es. Bei den Älteren dauert es ein bisschen länger, aber auch die finden das dann mit der Zeit ganz interessant. So, hier haben wir jetzt eine Auswahl von Karten und entsprechende Gegenkarten und es geht dann so weiter. Hier mal gerade raus. Und da das immer eine gewisse Zeit dauert, bis man ein Level durchgespielt hat, gehe ich jetzt mal in das Profil meines Sohnes und guck mal, wie weit der war. Und wir gucken uns mal an, was da noch für neue Fähigkeiten dazukommen. Hier zum Beispiel muss ich quasi wählen, was ich nehme. In diesem Fall kann ich also die Karte umdrehen, jeweils zu einer Karte die entsprechende Gegenkarte erhalten. Und dann ist es genau das gleiche wie vorher. Oh, jetzt habe ich vergessen, das auf die linke Seite auch noch einzufügen. Naja, und so geht es weiter. Ich mache gerade hier noch ein Level. Ja, das gleiche wieder. Ich habe Karten, kann die Gegenkarte hier dazulegen und bekomme so schließlich meine Box isoliert. So, das machen wir noch weg, den Wirbel und den auch noch und dann ist das fertig. So, ich glaube, jetzt ändert sich das Ganze ein bisschen. Ich habe nämlich jetzt auf einmal nicht nur diese Figuren hier, sondern auch noch ein C. C, also für irgendeine Variable. Das soll jetzt also nicht das X ersetzen, sondern es geht nur darum, dass dieser Übergang ins in die reine richtige Mathematik halt geschieht. Und ganz selbstverständlich wird hier das umgedreht. Das C wird zu C minus, also zu einer Zahl, da halte ich die Gegenzahl. Und schon schon habe ich meine Box wieder isoliert. So, also das war wirklich auch bei meinem 8-jährigen Sohn ohne Probleme machbar. Der hat das also sofort hinbekommen. So, jetzt gehen wir mal in ein anderes Kapitel, wo neue Fähigkeiten dazukommen. Und da schauen wir mal, was als erstes ansteht. Ah ja, ich gehe jetzt mal auf das Tablet mit der Bedienung, weil es besser geht. Also wir haben jetzt hier quasi das Kürzen. So, und dann kann ich hier eben auch das Ganze aufheben. Vielleicht noch ein, zwei weiter. Auch hier wieder A und A kann ich kürzen und kann dann das Ganze vereinfachen. Und hier muss ich auch drauf achten. So, hier kommt eben, ich habe natürlich sozusagen eine Karte und ihre Gegenkarte und die kann ich eben nicht kürzen. Bei Zahlen könnte man das natürlich machen, aber in diesem Fall ist das hier auch noch nicht vorgesehen. Das kommt dann erst später dazu, also wenn eben weitere Fähigkeiten erworben sind. Okay, wir gehen mal raus und gucken, was die nächste Fähigkeit ist, die dazu kommt. Das wäre jetzt hier der Fall. Da habe ich jetzt, also der Faktor 1, hier kommt also quasi eine Multiplikation rein. Und die Multiplikation 1, die verändert das Ganze eben. Also das Mal wird hier fest an einen Wert dran gebunden, kann also nicht entfernt werden. So, dann schauen wir mal hier. Ja, jetzt geht es quasi um das Teilen, das heißt, wie bekomme ich einen Faktor weg?
Und auch hier wird man gezwungen, sich daran zu halten. Und dann kürzen wir das noch weg, haben die 1 und dann ist das Ergebnis fertig. Ich denke, man kann so einigermaßen jetzt sehen, wie es weitergeht. Da gibt es jetzt noch viele Kapitel, wo eben neue Fähigkeiten dazukommen. Ich will einfach mal weiter nach hinten gehen, hier in das Kapitel 9, an dem mein Sohn gerade arbeitet. Und ich glaube, dieses Level war ganz interessant. Nee, das war es nicht. Dann das nächste hier. Weil das relativ schwierig ist. Ja, ist doch nicht so schwierig, wie ich dachte. Aber das war ein anderes. Aber gut, hier haben wir eine Blase. Diese Blase steht für eine Klammer. Und zwar gibt es, gibt es noch eine andere Art von Klammern. Diese Blase, die kann ich durch Antippen entfernen. Beziehungsweise in diesem Fall kann ich es auch so machen, dass ich das quasi ausklammere, hier diese Box. Und in dem Fall kann ich diese Blase, also die Klammern einfach nicht auflösen, ich darf sie nicht einfach entfernen. Und da wird mir auch hier gezeigt, wenn ich eben draufklicke, hey, das geht nicht, da steht ein Plus dazwischen, das kann ich nicht einfach auflösen. Und da gibt es dann ein Konzept, dass man diese Summe da wegbekommt, indem man sie in eine Karte einpackt und dann quasi wieder kürzt. Und so, dann habe ich das Ergebnis. Er wird wieder zurückgesetzt. Auch hier, wenn ich da versuche, etwas zu ändern. Hier ist noch ein weiteres Beispiel. Da habe ich hier das Werkzeug in dieser Blase quasi. Und da kann ich dann in die Blase etwas hineinziehen. Also die Blase steht ja für eine Klammer, die ich nicht unbedingt behalten muss. Aber wenn ich dann eben hier das ausklammere, dann muss das sein, dann kann ich das nicht entfernen. Und dann hier kann ich das entfernen, indem ich die Summe in ein Paket packe und dann wegkürze. Man sieht hier schön, also das wird unbedingt gefordert, das geht nicht, dass ich es weglasse. So. Okay. Ja, diese ganzen Techniken, Spielregeln im Prinzip, ja, aber eigentlich ja Mathe-Regeln, werden nach und nach aufgebaut. Und ich möchte gerade aber noch zeigen, was für Möglichkeiten noch gegeben sind. Nämlich, es gibt neben diesen reinen Spielbereichen, obwohl ja, mit der Zeit ändern sie sich ja von spielerisch mit den Karten hin zu mathematischen Ausdrücken und schließlich Gleichungen. Dann gibt es hier noch eine sogenannte Seite 2, wo ich also reine Übungsaufgaben habe. Und da gucken wir uns gerade mal ein Beispiel an. Zum Beispiel hier mit x im Nenner. Und das ist im Prinzip das oder das Aussehen, was ich dann später habe am Ende der ganzen Übungen und hier kann ich eben also rein gezielt Übungen machen, um also Gleichungen zu lösen und es ist immer noch ganz strikt, das heißt, man kann keinen Fehler machen. Es geht im Prinzip vor allem darum, dass man möglichst wenig Züge braucht. Das ist also hier oben eine Bewertungsgrundlage. In diesem Fall habe ich jetzt also den kürzesten Weg. Und das Ganze eben mit vielen weiteren Übungen zu verschiedenen Themen. Ich denke, wer damit anfängt, sollte wahrscheinlich auch hier einfach bei der Addition anfangen und die nacheinander durchgehen. Und ich werde mal sehen oder mich würde es interessieren, ob Kinder das wirklich übertragen können. Aber es ist zumindest interessant. Meinem Sohn macht es sehr viel Spaß und meiner Meinung nach, ja, ist es eigentlich wirklich eine gute Möglichkeit, in das Umformen von Gleichungen sich einzuüben.